Ja, super zufrieden, ne? Wir haben, glaube ich, als Mannschaft hat, glaube ich, jeder heute 110, 120% gegeben, auch wenn das natürlich nicht möglich ist. Wir haben einfach gekämpft, das haben wir uns vorgenommen. Wir haben ja im Hinspiel schon gesehen, dass man sie knacken kann mit 4-3. Und heute haben wir einfach mit einer absolut kämpferischen Top-Leistung den Sieg hier eingetütet. Ich bin schon frustriert, auch über das Resultat. Ich bin aber nicht frustriert über die Art und Weise, wie die Mannschaft sich bis zur letzten Minute in die Zweikämpfe geschmissen hat und mit viel, viel Leidenschaft auch versucht hat, die Mentalität so zu nutzen, dass wir am Ende das Spiel noch drehen können. Nicht nur auf den Ausgleich, sondern auch für den Sieg. Und bei uns haben da wirklich viele kleine Rädchen nicht in das andere gegriffen. Deswegen ist es am Ende dann doch schon sehr, sehr enttäuschend, dass wir aus den Möglichkeiten und auch den Chancen, die wir hatten, aus dem Ballbesitz, auch aus vielen Druckphasen einfach ohne Punkte dann am Ende rausgehen. Das war ja, glaube ich, nach 15 Minuten, wenn ich dann nicht verkehrt auf die Anzeigetafel geguckt habe. Und ich dachte innerlich, oh, das könnte ein bisschen früh gewesen sein, weil da ja dann noch gute 75 Minuten zu spielen sind und Dassendorf ja jetzt nun mal keine Hampelmann-Truppe ist und das jederzeit aufholen kann. Dachte zu früh, aber ja, wie schon erwähnt, wir haben das heute überragend gemacht von 1 bis 11 und haben uns das kämpferisch auf jeden Fall verdient hier. Ja, der erste Halbzeit ja auch schon Chancen. Ich war leider nicht dran, weil ich glaube, das sieht man dann auf den Bildern schon deutlich, aber ja, die Experten würden dann vom Oliver Kahn-Effekt sprechen. Ich nenne es dann mal den Celani-Effekt. Wir leiten quasi unser eigenes Gegentor ein. Und ansonsten haben wir im eigenen Ballbesitz auch zu wenig dafür nutzen können, Tore zu erzielen. Gegen den Ball waren wir sehr stabil. Ich glaube, der Gegner konnte nicht einmal wirklich zwingend bis auf in den letzten 5 Minuten hinter die Kette kommen. Wir waren gut strukturiert. Die Männer haben wirklich auch alles reingeschmissen, sich gut kommuniziert, gut gepusht. Und ja, wie gesagt, im letzten Drittel haben wir dann die falschen Lösungen gefunden und dadurch auch Chancen liegen gelassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.